Gut, morgen. Ich habe mich jetzt abgemacht. Man sieht hier hinten alles. Hängt irgendwo an meinem Rucksack dran. Und das, was ich jetzt machen werde, ist der erste Schritt auf mein Abenteuer. Ich freue mich. Okay, wunderbar, melden wir. So, ich habe jetzt offiziell meine Strasse verloren. Dort hinten ist sie. Und jetzt wird das erste Ziel sein, ca. 5 km Flums, der Coop, damit ich dort irgendwie gemütlichen Energy-Drink kaufen kann. Und den noch genüsslich trinken, damit ich auch ziemlich wach bin heute Morgen. Sie sehen es in meinen Augenring, ich bin nicht so wach. Obwohl ich eigentlich gestern ziemlich früh ins Bett bin. Aber ich bin zuversichtlich, dass es funktioniert. Die Kampfstiefel sind montiert und zwei Paar Socken, so wie es sich gehört, wie im Militär. Hier oben ist ein Militärfließ, weil es morgen noch relativ kühl ist. Und ja, meld mich wieder. Also ich muss sagen, vieles ist im Militär sehr brauchbar, wie zum Beispiel das Funktions-T-Shirt, weil wenn es schwitz ist, was ich jetzt schon tue, weil es eine hohe Hitze ist, saugt es schön auf und dann trocknet es schnell wieder. Kampfstiefel auch, aber der Militärrucksack, also ich habe jetzt heute nicht dabei, der war ein Graus gewesen, weil die Schulter haben wir letztes Mal nach 5 km schon wehtun mit dem Militärrucksack. Und jetzt mit dem, den ich schon ewig lang habe, den ich mal gewonnen habe, mit dem ist einfach gut. Das stört. Nein, also ich merke es jetzt ein bisschen an der Schulter, weil ich hier operiert habe auf dieser Seite. Aber sonst ist eigentlich alles wunderbar. Ja, jetzt ist etwa Halbzeit bis zur ersten Pause quasi. Ich musste unterdessen das Fliess abziehen, weil es so hohe Hitze war. Und ich sehe jetzt Ende schon. Also von dem her wird cool. Meld mich wieder. Ganz Flums hat keinen einzigen Brunnen, der tut. Einen habe ich gefunden, aber der tut nicht. Nur Scheiße. Die Wasserflasche ist leer. Leer. Gut, ich habe im Coop schon noch einen halben Liter gekauft und gemerkt, dass ich es nicht so aushalte, so ohne Wasser. Vor allem nach der Wallstadt Berg drauf. Aber das wird schon gehen. Ich hoffe, jetzt, dass hier auf dem Weg irgendwo ein Brunnen kommt. Und sonst, ja. Die Wallstadt am See hat spätestens wieder Wasser. Also, Wasser hat es auch hier, weisst du, Bach. Aber ja, ich mag jetzt nicht den Bach runterklettern. Und ja, der Not würde ich es machen. Ja. Ich laufe jetzt weiter von Flums auf Wallenstadt. Und ich habe im Sinn, dort im Seehof zu trinken. Ob es ein Bier gibt, weiss ich noch nicht. Sehen wir dann. Aber fix ist, dass dort mein nächster Haltepunkt ist und darum ja. Auf jetzt Vollgas die nächsten 5 km weiter. Mir geht es immer noch gut und Schmerzen habe ich in dem Sinn keine. Jetzt die Fersche rechts tut mir ein bisschen weh, aber sonst ist nicht schlimm. Gut, wunderbar. So, ich bin jetzt in der Wallenstadt angekommen. Huere geil, weil ich hoffe jetzt, dass der Brunnen am Bahnhof immer noch in Betrieb ist. Weil wir haben gesehen, ich habe immer noch Wasser. Toll. Eine rechte Durststrecke so für 5 km Liter. Kein Wasser trinken und so. Und sonst fülle ich es halt im Seehof auf. Ich hoffe, das darf ich. Aber ich denke, ich kenne den Chef und von dem her. Er würde schon ja sagen. So. Jetzt noch irgendwie. Aber im See aber sind es vielleicht noch 1,5 km. Mir geht es immer noch gut. Und ich freue mich auf eine kalte Rivella im Seehof. Seht ihr das? Kein Wasser. Immer noch nicht. Oh Mann.
ebenfalls kein Wasser. Hey, ich drehe durch den 5. Brunnen in Wallerstadt, wo einfach kein Wasser rauskommt. Anscheinend ist es noch nicht Saison zum Brunnen anschalten, aber ich finde, es ist schon recht heiß, von dem her Scheiß auf Wasser sparen, wir haben genug Wasser im See, also los, Brunnen anschalten. Es geht aufwärts, Tempo halten, mehr schnaufen. Hey, kennt ihr den schon? Wo ist der Bach hin? Du Stein holen. Masslos weiter ist jetzt runtergegangen, aber jetzt habe ich es geschafft. Und ich stehe hier auf einer wunderschönen Holzbrücke. Traumhaft. Und meine Aussicht hier oben zum Wasserfall ist ebenfalls genial. So, jetzt geht es weiter. Jetzt bin ich bald in Quintenau und noch gibt es Mittag. Wir haben auch schon 20:01. Also von dem her bin ich spät. Aber ich glaube, ich schaffe es noch. Bis etwa um 5 Uhr auf Wesen. Das wäre der Plan. Und ich hoffe, ich kann den einhalten. So, ich bin jetzt von Quinten den Berg drauf. Ich bin noch nicht oben, wie man so sieht. Aber ich hoffe, das Ende kommt bald. Aber jetzt schaut euch mal die fantastische Aussicht an. Das ist ein Traum. Wenn es hier Steinschlag gefährdet ist, dann denke ich, hier gehe ich mir einen Blick. Lieber als hier, um euch zu zeigen. Ja, jetzt geht es aber weiter. Ich glaube, ich riskiere es, um hier noch 10 Minuten auf mich zu nehmen. Ich bin zwar sonst schon sehr spät dran, aber jetzt haben wir 20:04. Ich bin bei der Seere Bachfell. Aber dass ich hier noch auflaufen rasch und die anschauen, weil die sind fantastisch. Also das Wasser, das hier runterkommt, das ist gestört. Ich habe vorher schon auf der Brücke ein Video gemacht. Ich hoffe, ihr habt es gesehen und hoffe, es war nicht allzu verwackelt. Aber hier laufe ich jetzt rasch auf. Den Weg nehme ich auf mich. Ratet mal, was ich noch angeschaut habe. Zehren Bachfeld, oben tut es wie ein Schwein. Es windet um Hurisch. Hure geil. Das habe ich das endlich einmal gesehen. Dort oben noch der Höch. Weiter oben hat es noch einen anderen. Der ist 300 Meter hoch. Das ist gestört. Abartig. Wunderbar. In diesem Fall weiter auf Wesen. So, ich bin jetzt im Käse angekommen. Ja, das erste Mal hat natürlich das Käse sein. Und das Zelt aufstellen natürlich. Und Tagebuch schreiben. Und darum melde ich mich erst jetzt, wo es schon langsam eindunkelt. Aber ich muss sagen, es war ein happiger Marsch gewesen. Ich weiss nicht, ob ich morgen noch zurück schaffe. Aber mal schauen. Ich habe extra die Seiten ausgewählt, die ich nachher immer dazu. Jetzt geschätzt habe ich vielleicht 38 Kilometer gemacht, so mit hin und zurück gelaufen und so, also sprich, wenn es aufwärts gegangen ist, ist es immer so in Schleife gegangen, von dem wir dort würde ich schon etwa 38 Kilometer schlussendlich gemacht haben, bloß noch aufwärts und abwärts, also ich nehme jetzt mal an, Leistungskilometer, etwa 45 sind, was eigentlich verdammt viel ist.
aber es ist durchgestanden. Jetzt bin ich im Wesen, wenn ihr da mal schauen wollt. Traumhaft. Vor allem tut es gut, wenn ich jetzt die Schuhe mal abgezogen habe und einfach so kann mit den Füßen spielen. Ja, mal schauen, ob ich morgen ganz high laufen, nur ein bisschen high laufen oder gar nicht. Mal schauen. Geplant wäre es. So, hier habe ich auch vor auf der Karte probiert, was wie wo und so weiter meine Route geplant. Und dann ist es gut. Mal, in diesem Fall gehe ich noch schlafen. Ich melde mich morgen wieder. Traumhaft am Morgen früh loslaufen. Mit dieser Aussicht. Wunderschön. Guten Morgen. Ja, für mich war es eine sehr harte Nacht. Ich habe nicht so viel geschlafen. Also mal, ehrlich gesagt schon. Vom Abend um 8 Uhr bis morgen um 3 Uhr habe ich durchgepennt. Und nachher bin ich wach gewesen. Und alles war nass und kalt. Das war so der Horror gewesen. Ich weiss nicht, der Schlaf sagt der Entsorge, wenn ich daheim bin. Aber ich bin mit dem losgelaufen, von dem wir haben jetzt nicht hier entsorgt und trägen ihn noch heim. Also je nachdem, wie weit ich mag. Jetzt am Anfang hat mir die Füße wehtun und das Bein und so. Also sprich dort beim Wecken, was angemacht ist. Und jetzt, wo ich laufe, geht es mir wieder ein bisschen besser. Jetzt tut mir minimal der Rücken weh, aber es kommt gut. Ich glaube, sobald ich ein bisschen eingelaufen bin, ist das nachher wieder gut. Und rein ins Dunkle. Hui! Tunnel. So, langsam wird es heavy. Also ich spüre es in den Füßen, an der Fußsohle, dass ich irgendwie nämlich einen richtigen Bloter habe. Und an der Fußsohle habe ich noch nie einen Bloter gehabt. Ich weiss gar nicht, wie das geht. Meine Hände verstehe ich es. Ja, dort habe ich aber keine, aber nur unten. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg nach 100 Hertz. Das sind vielleicht noch etwa 1,5 Kilometer. Die Hälfte vom Morgen aus habe ich schon. Und mir geht wieder mal bald das Wasser raus. Aber das ist ja gut, weil ich gerade meinem Vater den Schlüssel zurückbringe und dann kann ich dort nachfüllen. Und hoffentlich rasch eine halbe Stunde in den Liegestuhl liegen. Noch darauf freue ich mich. Ich weiss echt nicht, ob ich es bis auf die Blonsaufen zurück schaffe, aber was ich sicher einmal versuchen werde, ist noch bis auf Mols, eventuell bis auf Wallenstadt. Und je nachdem, wie es mir dann noch geht, aber ich glaube nicht, dass ich weiterlaufe als Wallenstadt. Ja, meld mich dann wieder. Ja, ich bin jetzt wieder daheim. Ich habe in 100 Hertz abgebrochen, weil ich morgen noch einen Termin habe. Also besser gesagt zwei. Und ja, ich hätte vermutlich nicht mehr laufen können, weil ich wirklich unten an der Fußsohle drei Blattern hatte. Sus, Vater, die erste Reaktion, die er gesagt hat, ich sehe gesund aus. Also, was eigentlich gemütlich ist. Und ja, ich habe dann kein Video mehr gemacht, weil ich einfach so kaputt war. Dann bin ich auf den Zug, bin auf Sargans gefahren. In Sargans hat es dann rasch was zu essen gegeben. Dann habe ich auf den Bus gewartet. Und nachher bin ich heimgefahren im Bus und fast verschlafen im Bus. Und ja, nachher das Auflaufen war ein Kampf. Ich habe gemeint, ich muss kriechen. Also, es ist wirklich verrückt. Und ich weiss nicht, mache ich es vielleicht wieder einmal, aber gelohnt hat es sich sicher, weil jetzt nur schon mal die Erlebnisse, die ich hatte, sind recht cool gewesen. Und also, es war hart gewesen, aber alles in allem, abgesehen vom Schlafen, wo ja nicht so gut rausgekommen ist, war es eigentlich sehr cool gewesen. Mal Ferien zu machen, mal einfach den Rucksack packen und loslaufen. Ich empfehle das jedem. Mal einfach irgendwo hinlaufen, auch wenn es am Anfang weit erscheint, aber einfach mal machen.
nicht viel überlegen, einfach loslaufen und machen. Jetzt muss ich noch das Tagebuch vervollständigen, quasi, dass ich einen Unterterz abgebrochen habe, das habe ich noch nicht reingeschrieben. Und ihr habt vielleicht gemerkt, wenn ich auf dem Rückweg wenig Videos gemacht habe, das ist, weil es mir einfach immer je hundsverschissener gegangen ist. Aber jetzt habe ich daran geschlafen und von dem her ist jetzt oben um 6 Uhr. Jetzt bin ich das Video bearbeiten und nachher kommt es auf YouTube. Mal, ich hoffe, ich mache wieder mal so Nemis und ich hoffe auch, euch gefällt das, wenn ich so kommentiere und so und euch mitnehme. Von dem her, ja. Bis die Tage.